Eishockey-Weltmeisterschaften 1963 in Stockholm gehen ihrem Ende entgegen und wir melden uns zum vorletzten Male aus dem Johanneshof-Stadion. Natürlich ausverkauft beim Spiel des Weltmeisters Schweden gegen die Tschechoslowakei. Das letzte Drittel steht vor der Tür, meine Damen und Herren. Gierig. Blomé. Blomé ist mit dem Kopf gegen die Bande geschlagen. Er hat zwar einen Kopfschutz, wie Sie sehen können, aber trotzdem scheint es sehr schmerzhaft zu sein. Und das Publikum hat hier auch sein Missfallen ausgedrückt. Aber ich glaube nicht, dass es... Ja, da ist er schon wieder. Gerd Blomé fährt mit eigener Kraft vom Eise. Sander. Stern. Nee, nicht Stern. Nee. Und das kostet 2 Minuten. Also 4 gegen 4. 2 Minuten für Swintek, den Schützen des zweiten Tores. Das ist Swintek hier, der schon darauf wartet, wieder aufs Spielfeld zu kommen. Das Tor ist verrückt worden. Svensson ist von einem eigenen Spieler gegen den Pfosten gedrückt worden und liegt am Boden. Auch ein Tscheche hinten im Bild für Sie. Vorne der schwedische Torwart und hinten ein tschechischer Spieler, den wir nicht erkennen können. Zu viele Spieler sind herum. Der Tscheche ist gegen die Bande geflogen, neben das Tor gerutscht und Svensson wurde, wie gesagt, von einem eigenen Spieler gegen den Pfosten gedrückt. Begleiter und Spieler jetzt auf dem Eise, eine längere Unterbrechung. Jiří Dolana bei der Tschechoslowakei war der Verletzte, wird sich anscheinend nicht. Er hoch. Das Knie scheint etwas abbekommen zu haben. Das linke Knie. Und daraus wird der Sieger errechnet. Beifall hier im Johanneshofstadion für Kjell Svensson, der vor wenigen Sekunden verletzt vom Eise ging und nun aber wieder hereinkommt. Seine Mannschaft liegt im letzten Spiel für die Schweden und im letzten Lindwig. Er wollte gegen die Bande spielen und dann vorbeigehen, aber rausgeschlopft. Tumba Johansson. Johansson, Nils Johansson. Sterner. Nochmal Sterner. Ja, die Tschechen sind müde, das merkt man, sie sind satt und das ist ein beliebter Trick, um einige Sekunden oder sogar Minuten
Pause zu erreichen. Sie merken es, die Schweden protestieren dagegen. Sie wollen wissen, was Churilla reklamiert, warum er vom Eise geht. Czerny. Korrekt gescheckt. Oh, der ist raus, der Svensson. Erik, der ist langsam gefunden. Sikal, Bubnik. Und sogar noch, nein, das bleibt den Schweden natürlich.